Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gesundheit auf dem Punkt. Unser Thema heute: Christrose bei Krebserkrankungen. Denn neben den schulmedizinischen Therapien gibt es unterstützend auch noch andere Möglichkeiten, um die Selbstheilungskräfte des Menschen zu aktivieren und die Nebenwirkungen der Chemotherapie zu lindern. In den USA gibt es bereits viele Zentren, die sich auf integrative Medizin spezialisiert haben. Inwieweit das Konzept der Vernetzung auch in Deutschland schon verbreitet ist, das möchte ich mit meinen heutigen Gästen herausfinden. Herzlich willkommen zum einen Dr. Friedrich Mijoux, Chefarzt der Biomed-Klinik in Bad Bergzabern, und Melanie Holle, Krebspatientin aus Herzogenaurach. Herzlich willkommen, schön, dass Sie beide da sind. Frau Holle, Sie haben nach Ihrer Diagnose eine wahre Odyssee durchmachen müssen durch verschiedene Kliniken. Mhm. Können Sie das noch mal kurz so ein bisschen wiedergeben? Das ging bei mir los im Februar 2011. Ich bin umgezogen von Köln in meine fränkische Heimat und habe glücklicherweise bei einer Krankenkasse das Arbeiten angefangen, die ein Projekt, und zwar das Projekt Discovering Hands, unterstützt hat. Dieses Projekt bildet blinde Menschen aus, die Brüste von Frauen zu ertasten, mit dem Ziel, durch ihren speziellen Tastsinn, den sie ja haben, bereits kleinste Tumore ertasten zu können. Das fand ich großartig, dieses Projekt, da ja letztendlich das Handicap der Menschen zum Vorteil genutzt wird. Und ich wollte das unbedingt ausprobieren. Das habe ich dann auch. Und diese blinde Dame hat mich untersucht und hat mir mit auf den Weg gegeben, dass sie jetzt aktuell nichts feststellen könne. Ich hätte aber dichtes Drüsengewebe und sie würde mir dringend anraten, bei meinem nächsten Frauenarztbesuch einen Ultraschall machen zu lassen. Mein Mann und ich, wir hatten kurz vorher geheiratet und wir planten auch eine Familie zu gründen. Und einige Wochen später habe ich dann also diesen Frauenarzttermin auch wahrgenommen. Und die damalige Frauenärztin, die ich konsultierte, der erzählte ich von der Begebenheit mit dieser blinden Dame und meinem Wunsch, auf jeden Fall einen Brustultraschall machen zu wollen. Sie wiegelte damals ab, diese Frauenärztin, und sagte, ich sei 34 Jahre, ich wäre viel zu jung für einen Brustultraschall, es sei nicht notwendig, ihres Erachtens würde reichen, wenn ich in der Situation einen gynäkologischen Ultraschall machen lassen würde. Und ich insistierte in dem Moment einfach vom Bauchgefühl und sollte Recht behalten. Sie hat dann auf meinen Nachdruck hin diesen Ultraschall gemacht und es war ein 1,2 cm großer Tumor gefunden worden in meiner Brust. Ich bin damals in einem fränkischen Brustzentrum brusterhaltend operiert worden und zur Nachsorge in ein mir räumlich näher gelegenes Brustzentrum gegangen. Der Radiologe hat mich alle 3 Monate geschallt. Und leider hat das erste Brustzentrum in der sogenannten Staging-Phase, also man wird da nochmal komplett durchleuchtet, wenn so eine Tumorerkrankung festgestellt worden ist, inwieweit diese Erkrankung fortgeschritten ist im Körper, hat man versäumt, in meinem Fall ein MRT der Brust zu machen. Das hat man dann 8 Monate später sicherheitshalber gemacht und dabei festgestellt, dass ein sogenanntes Hämatom, mit dem mich die alte Klinik entlassen hat. Man hat es gesehen auf dem Ultraschall. Und der damalige Chefarzt sagte zu mir auch, dieses Hämatom sei durchaus üblich nach einer Operation, wie ich sie erhalten habe. Hat sich also 8 Monate später herausgestellt, es ist ein 2 cm großer Tumor. Ja? Und deswegen musste ich mich leider dann im Februar 2012 von meiner rechten Brust verabschieden, habe dann eine Bestrahlung erhalten als Therapie und eine sogenannte antihormonelle Therapie. So meine Geschichte. Oh je, das klingt wirklich nach einer kleinen, vielmehr großen Odyssee. Sie als Professor oder als Doktor, können Sie das nachvollziehen? Und mit welchem Konzept arbeiten Sie, dass genau sowas nicht passiert? Ja, tatsächlich ist es ja so, dass bei einer Krebserkrankung man sich nicht in sozusagen Sicherheit wiegen kann. Man muss die Beschwerden, die die Patientin, die Frau Holle hatte, sehr ernst nehmen. Man muss alle Untersuchungen machen, die möglich sind. Und es gibt sozusagen in der Komplementärmedizin eben auch Untersuchungen, wo man sehen kann, wie hoch ist denn das Risiko, dass diese Krankheit wiederkommt in Form von Metastasen. Und meine Meinung ist, dass man sozusagen nicht immer nachher reagieren sollte, wenn zum Beispiel, wie Frau Holle sagte,
Schmerzen aufgetreten sind und dann erst untersucht, sondern dass man prophylaktisch was tut. Und diese Prophylaxe neben den schulmedizinischen Maßnahmen wie einer Antihormontherapie heißt zum Beispiel eben, dass man komplementär Hyperthermie machen kann oder auf den Vitamin-D-Spiegel schauen kann. Also wichtig ist, solange die Krankheit noch mikroskopisch ist, dass man schon präventiv für einige Jahre was tun muss. Wie das so im Alltag aussieht, wir haben ja mal eine Patientin von Ihnen begleitet, Antje Rosenberger, also unser Filmteam. Wir schauen mal eben gemeinsam in den Film rein. Vielleicht können Sie es mal kurz ein bisschen erläutern, was man da in dem Film jetzt sieht. Ja, hier sieht man die Klinik, das Klinikschild. Und hier sehen wir das Zimmer von Frau Rosenberger, wo die Visite durchgeführt wird. Wie Sie sehen, Frau Rosenberger ist in einem guten Zustand, kann sich beschwerdefrei erheben. Und hier erläutere ich ihr gerade die Befunde. Sie zeigt mir ihre Handflächen, weil sie doch ein Medikament nehmen muss, was die Hände sehr rau machen kann. Hier schauen wir gemeinsam in die Kurve und eben auf ein Röntgenbild ihrer rechten Hüfte und des rechten Oberschenkels, wo sie deutliche Schmerzen hatte, die jetzt, also ich habe sie gerade vor 2 Tagen gesehen, sich auf 0 reduziert haben. Und es ist immer wichtig, dem Patienten die Bilder zu zeigen, damit er sich visuell vorstellen kann, wie sieht es denn in mir aus? Muss ich mir Sorgen machen oder kann ich mich sozusagen in den Knochen gut belasten? Hier sehen wir, wie Frau Rosenberger die Hyperthermie durchführt, und zwar im Bereich der Leber. Die Hyperthermie ist ein Wärmeverfahren, wo nur die Metastasen erwärmt werden, also nicht die gutartigen Zellen in der Leber. Und ich kann bestätigen, dass die Befunde sehr gut aussehen zurzeit hier. Hier kommt die Schwester zu Frau Rosenberger und wird ihr eine Spritze injizieren. In dem Fall ist es Helleborus niger, also die Christrose, die verschiedene positive Effekte hat im Hinblick auf eine Krebserkrankung. Das Immunsystem wird angeregt, der Zelltod der Krebszellen wird ausgelöst und ja, das Immunsystem arbeitet deutlich stärker. Jetzt haben wir ja gerade im letzten Bild gesehen, wie ihr dann eben Christrose unter die Haut gespritzt wurde. Wir haben jetzt die Pflanze auch hier stehen, so sieht sie dann im Original aus, wenn sie dann blüht. Können Sie mal eben was zu der Christrose genau erklären, wie die jetzt eingesetzt wird? Ja, also bei der Christrose ist ja das Schöne die weiße Blüte, aber tatsächlich verwendet man ja die schwarze Wurzel, deswegen heißt sie auch Helleborus niger. Und diese Christrose ist eigentlich auch schon seit der Altertum bekannt, schon die Griechen kannten sie. Die Wirkung bei verschiedenen Krankheiten, und zwar vor allem, damals wusste man ja noch nicht, dass es Krebs gab, bei Schwellungen, vor allem bei entzündlichen Schwellungen, also wenn der Krebs eine entzündliche Schwellung im Körper macht, was schon bei den alten Griechen auch bekannt war, dass man offensichtlich auch geistige und seelische Zustände beeinflussen konnte, also die Altersdemenz zum Beispiel, es gibt Kasuistiken für den Alzheimer, dass sich das darum hat bessern lassen. Und jetzt in modernerer Zeit, in der Krebsheilkunde, verwenden wir die Christrose oder Helleborus niger gerne zur Immunstimulation, aber auch speziell bei Lungenkrebs oder auch wenn der Krebs Richtung Gehirn wandert. Und der Vorteil der Christrose ist, dass ich es nicht nur injizieren brauche, sondern ich kann es auch sogar inhalieren, zum Beispiel beim Lungenkrebs. Was hat sich jetzt bei Frau Rosenberger speziell verbessert durch diese Christrose? Ja, bei Frau Rosenberger ist die Krankheit, die in der Leber und in den Knochen sitzt, deutlich zurückgegangen. Speziell der Herd in der Leber ist praktisch nicht mehr zu sehen. Die Schmerzen in der rechten Hüfte, wir haben ja eben gerade die Röntgenbilder gesehen, haben deutlich nachgelassen. Und dies ist möglich geworden durch eine Kombinationsbehandlung. Also die Christrose als wichtiger Immunstimulator, als Auslöser des Zelltods der Krebszellen. Auch wird die Durchblutung der Krebszellen gehemmt. Und zusätzlich macht Frau Rosenberger natürlich auch noch andere Therapien. Neben der Hyperthermie auch noch eine sogenannte metronomische Dauertherapie mit einer Tablette namens Capecitabine.
Jetzt war Frau Rosenberger ein Beispiel. Gibt es noch andere Beispiele, positive Beispiele, die Sie nennen können? Ja, ich denke da an eine Dame mit einem metastasierten Brustkrebs, die Knochen, Leber, Lymphknoten, Metastasen hat, die in einem sehr schlechten Zustand kam, praktisch im Rollstuhl. Sie konnte nicht mehr laufen. Und sie hatte außerdem noch Wasser in der Lunge und entsprechende Atemnot. Und diese Dame hat auch die bei Frau Rosenberger bereits skizzierte Kombinationsbehandlung bekommen. Hyperthermie, Helleborus niger als Immunmodulation und als Auslöser des Zelltods und eine metronomische Therapie. Und es war signifikant bei dieser Dame zu sehen, wie sie langsam schmerzfrei wurde. Und das war enorm, weil bei ihr schon viele Wirbelkörper zerstört waren. Wie sie wieder ihren Beruf als Programmiererin in einem Bankwesen aufgenommen hat. Wie sie wieder Luft bekommen hat, weil die Wasserergüsse verschwunden sind. Man kann manchmal im Einzelnen nicht trennen, welcher der Therapien hilft. Aber ich habe den Eindruck, und da stehe ich nicht allein damit, dass die Christrose Helleborus niger sehr gut zu den anderen biologischen Therapien und zur Hyperthermie passt. Frau Holle, Sie sind ja auch Krebspatientin. Wie hat Ihnen jetzt die Behandlung mit der Christrose geholfen? Also ich bekomme die Behandlung seit etwa einem halben Jahr in der Kombination mit Mistel. Und ich kann sagen, mein Immunsystem hat sich definitiv deutlich gestärkt. Ich merke es daran, dass ich fitter bin, agiler. Mir geht es einfach besser. Frau Holle, Sie wirken auf jeden Fall ausgeglichen, durch den Sport wahrscheinlich auch ein bisschen glücklicher als vorher. Gibt es noch andere Ventile, die Sie haben, dass Sie sich austauschen mit anderen Krebspatientinnen zum Beispiel? Ja, es gibt natürlich verschiedene Netzwerke, gerne auch im Online-Bereich. Also so ist es bei mir. Ich habe über die sozialen Netzwerke oder sozialen Medien viele Menschen kennengelernt, habe für mich kennengelernt oder ja, für mich wahrgenommen, Krebs hat wirklich viele, viele Gesichter. Ja, geht durch alle Facetten, jeder kann es bekommen. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ist, ich habe diesen sozialen Netzwerken nicht nur den Austausch zu verdanken in den persönlichen Belangen, sondern auch tatsächlich, man tauscht sich über die eine oder andere Therapie auch aus. Und das hat mich persönlich auch vorangebracht, denn ich habe zum Beispiel über diesen Weg überhaupt erst von der Existenz der Biomed-Klinik erfahren und über die Biomed-Klinik dann von der Christrose. Und so schließt sich dann auch wieder der Kreis. Jetzt ist Frau Holle ja sehr engagiert. Wie wichtig ist das für einen Patienten? Ja, Engagement ist wichtig, aber man muss auch den Menschen oder den Patienten dort abholen, wo er steht. Denn nicht jedem liegt es, sozusagen Kontakte aufzubauen, aktiv zu werden. Und mit abholen meine ich damit, dass man auf den Menschen zugeht und erstmal hört, was er sich denn vorstellt für die Krebserkrankung. Und viele Menschen fühlen sich ja sozusagen erpresst durch die sogenannten Leitlinien, die sie von den Nebenwirkungen her nicht tolerieren können oder sie haben schlechte Erfahrungen in der Verwandtschaft gemacht mit den Leitlinien. Und deswegen ist es so wichtig, die Kooperation des Menschen zu kriegen und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und wenn man nicht sprechen kann, dann gibt es auch andere Möglichkeiten, sich zu äußern. Zum Beispiel, indem man ein Bild malt, dann weiß man, was ist los. Und wenn man dann den Menschen abgeholt hat, dann kann man gemeinsam eine Therapie planen. Denn nur dann habe ich die Gewissheit, dass er dann auch diese Therapie fortführen wird. Wenn ich ihm eine Chemotherapie aufzwinge, was nutzt es das, wenn er sie nach zwei Zyklen wegen heftiger Nebenwirkungen abbrechen muss? Und das ist das Konzept dort, wo ich tätig bin, zusammen mit neun anderen Ärzten, dass wir nicht die Therapie dem Patienten aufdrücken, sondern dass wir mit ihm zu einem Konsens kommen. Deswegen heißt es, wenn der Patient reinkommt in die Klinik, miteinander reden, miteinander entscheiden und dann miteinander therapieren. Also Stand heute sind Sie schon glücklich mit dem, was Sie haben. Nur gibt es noch irgendwelche Wünsche für die Zukunft? Ja, sicher. Mein größter Wunsch ist es, gesund zu bleiben. Und zwar ganz, ganz lange. Und ich wünsche mir ganz, ganz lange eine gute Ehe zu führen mit meinem Mann und dass wir weiter viele tolle Reisen noch erleben können und dürfen. So waren wir jetzt erst vor einigen Monaten in Thailand und haben da wirklich wunderschöne Wochen erlebt und tolle Erlebnisse gehabt.
Ich wünsche mir, dadurch, dass wir keine eigenen Kinder bekommen konnten durch meine Erkrankung, dass wir mit unseren 5 Patenkindern, mit denen wir gesegnet sind, noch eine ganz, ganz tolle Zeit erleben und sie aufwachsen sehen. Und ja, es wartet noch so viel. Also freue ich mich drauf. Und können Sie noch mal abschließend sagen, vielleicht wie wichtig das ist, dass Leute auch so positiv eingestellt sind und sich dennoch auch noch so ein bisschen helfen lassen, sei es natürlich mit der schulmedizinischen Therapie, aber auch mit solchen Sachen wie einer Kystrose zum Beispiel? Ja, das ist schlimmer für einen Patienten, wenn er in eine Schublade der Prognose geschoben wird. Und wenn der Doktor sagt, naja, die Prognose ist ja so, also brauche ich mich emotional gar nicht mehr zu engagieren. Wir wissen aufgrund der Forschung der sogenannten Psychoneuroimmunologie, wieder dieses Wort, dass das Schicksal des Patienten schon sehr davon abhängt, wie interessiert sein Therapeut an ihm menschlich ist, nicht als Diagnose. Und deswegen ist aus meiner Sicht eben wichtig, dass man dem Patienten sagt, wir können den Kampf nur gemeinsam gewinnen. Also wir brauchen immer wieder Kommunikation und nicht nur sozusagen, dass ein Medikament verabreicht wird und dann ist die Sache erledigt. Dr. Mijou, ganz herzlichen Dank, dass Sie unser Studiogast waren und uns die biologische Krebstherapie mit der Kystrose erläutert haben. Es war sehr interessant. Dankeschön. Und Frau Holle, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch ganz, ganz viele gesunde Jahre mit Ihrem Ehemann und danke, dass Sie offen über Ihre Erkrankung gesprochen haben. Dankeschön. Und das war es auch schon zur heutigen Ausgabe von Gesundheit auf den Punkt. Danke, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.